Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr YouTube-Livestreams auch in Deutschland verfolgen könnt. Wie ihr in den letzten Tagen gesehen habt, habe ich ein bisschen experimentiert mit Livestreams. An und für sich habe ich das immer über Twitch gemacht. Das hat den Vorteil gehabt, dass ihr in Deutschland das auch schauen könntet, denn auf YouTube die Livestreams sind ja von der GEMA gesperrt, die böse GEMA. Die will nämlich von YouTube Sendelizenzen haben, damit die einfach eine Live-Sendung ausstrahlen dürfen. Ja, und das hat YouTube nicht und deshalb geht es einfach nicht. Bei uns in Österreich ist es Gott sei Dank anders, wir können sehr wohl schauen. Aber es gibt einen kleinen Trick, das Ganze zu umgehen. Kurz noch der Unterschied zwischen Twitch und YouTube und warum ich mich entscheide, das in Zukunft auf YouTube zu machen. Twitch ist einfach sehr instabil. Das geht oder geht eben nicht, das kann man nicht so richtig sagen. Wenn man Glück hat, läuft es, und wenn man Pech hat, läuft es eben nicht. Und der wirklich große Nachteil ist, bei Twitch wird das Videobild weiter gestreamt in der Qualität, wie ich es rausschicke. Das heißt, ich streame mit 3 Megabit, damit es einfach in ordentliche Qualität ist und auch HD ist in 27p. Das können jedoch einige Leute von euch nicht schauen, weil sie vielleicht eine zu schlechte Internetleitung haben. Bei YouTube allerdings, da kann der Zuschauer, wie man es bei den YouTube-Videos kennt, wirklich selber auswählen, welche Qualität er sehen will. Also 360p, 240 glaube ich geht sogar auch, bis eben rauf 720p und das eben in Echtzeit, also wirklich live. Somit kann wirklich jeder schauen, auch Leute, die eine etwas schwächere Internetleitung haben. Damit ihr jetzt eben in den Genuss kommt, meine deutschen Freunde, eben, wo ich einfach die meisten Zuseher habe, zeige ich euch heute einen kleinen Trick. Und zwar braucht ihr einen Browser, nämlich Firefox oder Chrome. Ich habe hier auf meinem Rechner Firefox installiert und den starte ich einfach mal. Wenn ihr Firefox dann laufen habt, geht ihr auf die Seite proxtube.com. Also nicht Proxy, sondern proxtube.com. Auf dieser Seite seht ihr schon erklärt, was das Problem ist. Also wie funktioniert hier Proxtube? Das schauen wir uns vielleicht ganz kurz an. Also diese Meldung kennt ihr wahrscheinlich. Leider ist dieses Video, das Musik und bla 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 enthält, vertragsrechtlich nicht eingeräumt und bla 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 und könnt ihr nicht schauen. Proxtube erkennt das allerdings und leitet das Ganze im Hintergrund um. Sprich, die fahren dann über ein paar Umwege zu dieser Seite hin, sodass YouTube nicht erkennt, dass ihr aus Deutschland seid. Und das ist das Problem. Also es bringt auch nichts, auf YouTube den eigenen Account umzustellen, auf Österreich, auf England oder sonst was. Denn das Ganze wird per IP-Adresse gefiltert und YouTube weiß einfach aufgrund der IP-Adressenverteilung, wo ihr herkommt. Deshalb Proxtube installieren und das geht hier unten, installiere Proxtube für Firefox. Ja, der erkennt das, dass es Firefox ist, wenn er mit Chrome drauf geht, dann erkennt er das auch automatisch. So, dann kommt hier die Meldung, Firefox hat diese Webseite bla bla daran gehindert und so weiter. Da müsst ihr das Ganze natürlich erlauben. Dann wird eine kleine Datei downgeloadet und hier nochmal die Warnmeldung, dass man einfach ein bisschen aufpassen soll, was man installiert, das anklicken, Proxtube und dann auf jetzt installieren. Firefox muss nun neu gestartet werden, das macht man. Firefox geht wieder auf, tada, und die Sache ist erledigt, Proxtube ist installiert. Es kann sein, dass beim ersten Mal hier noch ein Hinweis kommt, dass man eben hier bla 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 irgendwas so rundherum macht und dass man das bestätigen muss und dann geht es aber. Und das Ganze funktioniert auch wirklich, das habe ich bei meinen letzten Livestream-Tests auch schon bestätigt bekommen. Also das kann man so machen, das funktioniert. Und ich hoffe, ihr verfolgt auf diesem Weg meine Livestreams. Ich persönlich mag die Livestreams einfach wirklich gerne, weil ich da während des Gameplays auf eure Kommentare eingehen kann. Und bei YouTube könnt ihr auch nicht so live mitchatten wie bei Twitch, aber es gibt eben die Kommentarfunktion und die wird auch live aktualisiert. Das heißt, wenn ihr einen Kommentar schreibt, sehe ich das auch sofort. Und dann kann man entsprechend agieren, wenn ihr sagt, hey, Bitwalker, spiele mal die Knarre oder mach das oder rede mal über dieses Thema. Das kann man machen. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auf diese Art und Weise mitschauen würdet. Falls ihr nicht live dabei seid, weiterer Vorteil bei YouTube, sobald die Sendung abgeschlossen ist, der Livestream, ist das Video einfach ganz normal verfügbar auf YouTube und man kann sich dann halt einfach im Nachhinein anschauen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr wirklich dabei seid. Schreibt in einen Kommentar unten rein, ob das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt immer laufend wieder Livestreams machen. Wenn ihr Ideen, Vorschläge, die
was habt, was ihr mir mitteilen wollt, einfach schreiben, einfach hier unten in die Kommentare rein oder per Mail, bei Facebook und so weiter. Übrigens Facebook, eine ganz wichtige Sache, facebook.com/speedwalker.at. Dort kündige ich immer alles an, was ich mache, wann ich es mache und so weiter. Also bitte einfach dranbleiben, mich dort adden bzw. dort die Seite liken und ja, freue mich schon drauf, freue mich auf euch, freue mich auf eure Kommentare und auf euer Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Livestream. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.